wir als Menschenrechtsamt der OSZE, wir befassen uns in der Ukraine zunächst einmal mit dem ganz großen Thema Vertrauenssicherheitsbildung, also Wahlbeobachtung. Wahlen sind, wenn sie gut gemanagt und frei und fair durchgeführt werden, ein ganz entscheidender Punkt zur Vertrauensbildung. Daneben machen wir Zivilgesellschaftsförderung. Wir fördern Grassroots, Graswurzel, Zivilgesellschaftsprojekte in der ganzen Ukraine. Es wäre sehr wichtig, dass die Spezialisten, die es international gibt, OSZE, Europarat, UNO, dass sie die Möglichkeit haben, auch wirklich vor Ort unbehindert und auch ohne Ankündigung zu beobachten. Leider geht das in den wenigsten Bereichen. Die Krim ist de facto ganz zu, aber wir brauchen unbehinderten, gesicherten, unangekündigten, unbewaffneten Zugang sowohl auf die Krim als auch in den Donbass, um unsere Beobachtungsarbeit auch wirklich vollständig und unparteiisch machen zu können. Wir hoffen es. Deutschland hat sehr stark großen Wert darauf gelegt, dass die Instrumente der OSZE, also zum Beispiel eben das, was wir machen im Bereich der Beobachtung, nicht geschwächt werden, sondern sogar gestärkt werden. Deutschland hat sich auch sehr stark eingesetzt, das ist positiv, dafür, dass die SMM, also die Kollegen, die den Waffenstillstand kontrollieren, dass die gestärkt werden. Also es gibt die Chance, allerdings, wie so oft, es fehlt nicht an Gesprächsangeboten, es fehlt leider an der Bereitschaft, insbesondere auf Seite der Separatisten, diese Angebote auch wirklich anzunehmen.